lots of crabs, then scare them so they detach their own legs? That's exactly what I'm saying, bro. We can harvest as much as we like. No one's thought of this before. We're geniuses. Huh. I never knew that. I thought only lizards could regrow a lost body part, and only their tails. Lizards? Do you think Dial's tail can grow back? If it does, we could make a killing by selling Dial tails. Would they be tasty? No idea. Ugh, no way. Wenn ihr ernst? Geht das mit Krabben wirklich? Ja, ins Krabbengeschäft einsteigen, da will ich nicht kneifen. Brüder, lasst uns zusammen reich werden und so viel Krabben essen, wie wir nur wollen. Nee, die Krabben essen, werden die aber nicht reich. Das same. Die Mannschaft der Vanbalvali sieht ziemlich fies aus, aber sie sind sehr höflich und wischen sogar die Docks. Ich hoffe, dass sich all die ungehobelten Seemänner da draußen ein Beispiel an ihnen nehmen. Ja, das stimmt, aber die Augen ihres ersten Offiziers jagen mir Schauer über den Rücken. Ei, Nahrungsmittel können wir jetzt wieder ganz normal verschifft werden. Das hätte ich mir vor 3 Jahren nicht vorstellen können. Wir schulden den Exorzisten wirklich einiges dafür, dass sie uns dieses Dasein ermöglicht haben. Jeden Tag kommen beinahe 100 Schiffe durch den Exon-Hafen. Hier schlägt das Herz des Reichs. Das bedeutet, dass wir diejenigen sind, die Welt steuern. Nach der Abtei natürlich. Have you heard? Marcus and his pirates were taken out by the Royal Navy. So, he even got Marcus's crew now. Of the 4 pirate kings who terrorized Midgand, only Eifried and his crew remain. Aren't the seas still swarming with pirates? Only small fry that rob small civilian ships on the sly. But the only pirates left that can pick a fight with the Royal Navy and win are Eifried and his crew. In other words, the only ship left that's truly free is the Von Eltia. For a merchant, you really seem to like these pirates. He may be crooked, but money's not all he's after. If profit was his only desire, he could have made more by selling us out. But that'd be too boring, don't you think? The fun's in making a killing by breaking the rules. You're a funny guy. And that's why Eifried goes through him whenever we need to dock here. Hmm. Well, I can't say I've ever met a human like him. Mach dir keine Sorgen, ich werde mein Versprechen halten. Gaunerehre und so, verstehst du? Jeder, der diese Regel bricht, hat keinen Ort mehr, wohin er sich wenden kann. Die Docks sind die Arena der Matrosen. Wenn du zu langsam läufst, schubsen sie dich ins Wasser. Das rufen sie mir wenigstens ständig zu. Sei ein bisschen vorsichtig. Bald werde ich den Erlöser der Welt mit meinen eigenen Augen sehen können. Oje, mir ist schon ganz nach Weinen zumute. Ich hoffe, dafür hat sich die Reise von den südlichen Inseln gelohnt. Ich habe gehört, dass die Zeremonie in der Hauptstadt stattfinden soll. Es ist ja voll Zeit, dorthin aufzubrechen. Glaubst du wirklich? Bist du bereit, dein Leben darauf zu verwetten? Ich verwette gar nichts. Das hat die Abtei verboten. Hast du das vergessen? Stimmt. Was das betrifft, hat die Abtei das letzte Wort. Lasst uns alle zur Zeremonie gehen. Es ist so lange her, dass wir mal etwas Spaß hatten. Seit der Dämmerung hatten wir 10 Jahre der Dunkelheit. Aber jetzt findet eine Zeremonie statt, sogar mit Schauspiel und Musikern. Es wäre eine Schande, das alles zu verpassen. Okay, ich habe verstanden, es wären 3 Jahre vergangen, die wir da im Knast waren und nicht 10. Holy fuck! Hast du gehört, dass die Abtei einen gigantischen Tempel für ihren total mächtigen Gott nördlich der Danann-Fernstraße baut? Ich würde ihn mir gerne ansehen, aber nur die Oberen der Abtei dürfen sich in seine Nähe begeben. Wer hätte gedacht, dass die Abtei so selbstsüchtig sein kann? Midgard ist das Zentrum des Reichs. Es ist der Sitz der Abtei und ihrer obersten Offiziere. Dort werden die Regeln nicht so lasch gehandhabt wie auf dem Land, also seid vorsichtig. Keinen Bock mehr, das Spiel zu kaufen, weil es in Steam jetzt beworben wird? Ja, Kalzitklinge. Sowas habe ich ja schon länger erwartet. Wow. Ja, wir kriegen Plus-Damage gegen Gepanzerte. Ich
wünsche mir, das wird mal durchlaufen. 8%, okay. Ja, Kalzit-Gegenstände müssen wir jetzt mal farmen, um das Ding wieder zu verbessern. Gut, dass wir unsere Bernsteinklinge gerade nochmal upgradet haben. Kann ich aber nachvollziehen, ja. Es ist ein ziemlich grindlastiges Game und wenn man dann keinen Bock auf das Gegrinder hat, sondern einfach nur durchwaschen will, ist das, glaube ich, okay. Ich werde es mir jedenfalls nicht holen. Ich komme den weiten Weg aus Hellawas in Nordgand. Ich musste die Erlaubnis von Lady Theresa einholen, um mich in Fortigern inspizieren lassen. Das war ziemlich strapaziös, aber an so einer Zeremonie kann man nur einmal im Leben teilnehmen. Das macht alles wieder wett. Ich kann die Zeremonie kaum erwarten. Die Neuigkeiten von der Zeremonie sind bis zum südlichen Inseln vorgedrungen. Es soll eine Rede über die Zukunft des Landes gehalten werden. Die kann ich ja unmöglich verpassen. I've heard there's a prison island somewhere where they keep the worst of the worst, but it's a hard tale to swallow. It's true. And the rumors that hundreds of demons are imprisoned there? Fact. People say that no one has ever escaped from there alive. That one's a lie. After all, we're here. Wait, you don't mean... Just kidding. Keep your mouth shut. Otherwise, you'll fare worse than anyone on that island. Yes, sir. I didn't hear a thing. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Jetzt mach, dass du wegkommst, bevor ich dich nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Wenn ihr einen Platz zum Schlafen braucht, nee, ich weiß noch nicht, was wir davon haben. Vollgehalt sind wir. Seht ihr das Wasser? Seht ihr die stabilen 30 Frames? Ich sehe sie leider auch. Ich habe auf 30 FPS gestellt, damit es mit dem Wasser flüssig läuft. Champloon! Wir sollen jetzt nicht echt Ballons verprügeln, oder? Come on, really. Vorgabezeit 4 Sekunden. Oh fuck, Alter. Also mit den richtigen Skills geht das, klar. Aber habe ich gerade gar kein Interesse dran, weil ich noch keine Ahnung habe, was die schnellen Skills sind. Wobei, ich weiß schon ein paar, also... jetzt nur mal als Test. Ah, nee, den Soul Gouge brauchen wir dafür nicht. Mir fehlt eigentlich nur was, wie ich nochmal einen Sprung nach da drüben machen kann. Ja, das war schon kacke. Und das Restarten? Nicht richtig platziert und dann war... okay. Aber das scheint auch legitim zu sein. Ah, jetzt habe ich Nein geklickt. Egal, ich guck mal das später mal an. Ich glaube nicht, dass man da irgendwas Tolles gewinnen kann. Wir hatten eben mal flüchtig reingeguckt, aber ich glaube, das waren auch nur Kack-Items eigentlich. Hier gibt es ein paar interessante Items, aber selbst die. Mm-mm. The wind's kicking and the tide's flowing and we're stuck here. Then why not just set sail? Not going to happen.
The Abbey hasn't given us permission yet. And we would need their permission, why? The Kingdom keeps a strict watch on harbors and sea routes. It's like they've erected walls and gates in the sea. Aha. Midgand is spread across a number of islands. The sea is the only way to get from one place to another. If they can control the ships, they can control the flow of people, goods, and even information. Exactly. They even created that fortress, Vortigern, to help them do just that. It's restrictive, but it's also necessary. Demons are out at sea too, and exorcists are the only ones who can stand against them. Even still, it rubs me the wrong way. A sea dog obeys nothing but the winds and the waves. Ob du nun Seemann bist oder Adliger, jeder muss die Regeln befolgen. Das macht nicht besonders viel Spaß, ist aber immer noch besser als zu sterben, oder? Dank des Lebens. Hey, wir kriegen wieder ein cooles Deko-Item. Es kommen keine Schiffe mehr aus Hellavas. Wurden sie alle von Alfreds Piraten angegriffen? Ah, nix. Ticker. Legendäre Duban Jiang, ja, sie soll aus einem abgelegenen, in der Zeit verlorenen Dorf stammen. Benötigt für Mabo Currybrötchen. Ich bewache dieses Lagerhaus für die Abtei. Hinfort, niemand ohne Erlaubnis darf hinein. Brotkrumm, trockene Krumm, ein köstliches Brot. Benötigt für Zwergenpacksteak. Surprise. Oh, ich dachte, ich könnte jetzt endlich ein paar Wetten abschließen, aber jede Form von Glücksspiel wurde verboten. Wir leben in einer wirklich schrecklichen, strengen Welt. Nun, das ist eine Regel der Abtei, nicht wahr? Entweder befolgst du sie oder du endest als Dämonenfutter. Huch, da kam die Pizza her. Also, da geht's nicht lang. Da haben wir alles. Da geht's auch nicht lang, da ist noch eine geschlossene Tür. Das heißt, wir können jetzt mal die Hauptquest hier abklappern. Hi. Eisen told us to come see you. What's all this about a scouting ship? We're going to explore the outer seas. Oh, let me explain. Beyond the reaches of our kingdom lie vast open oceans we call the outer seas. And you're going to explore them? What for? To make a map of the whole world, of course. A map of the whole world? That's right. Ifrid's pirates have many ambitions, one of which is the creation of a complete map describing the whole world. In fact, the Von Eltius already sailed all the way to the far continent for that very reason. That's amazing. You guys sure dream big. I still don't get it. Das Spiel kostet doch keine 70 Euro. A map of a bunch of places nobody cares about? Big deal. Well, regardless, if we're going to find anything in the vast waters, we'll need a lot of luck. We'd like to borrow some of yours. And just how do you plan on doing that? I want you to use your gut instincts to tell us where to look. In exchange, the Von Eltia will be at your service. And you can keep anything we find in our explorations. You'll be able to assign us new orders from any location. By using a kind of messenger bird called a Sylphjay. Who knows? We might even come across some good treasure. Or maybe some rare food. Or brand new recipes. Die Black Flag. That's a lot of treasure you could find. A lot of treasure! It won't take much of our time, and besides, it could be interesting. You're right. Okay, as long as I'm not responsible for how things turn out, I guess I can help. Alright, then I'll tell you what you need to know. Expedition wurde dem Menü hinzugefügt. Versuche jetzt diese Option aufzurufen. Du kannst nun dein Speerschiff auf Reisen checken, um die äußeren Meere zu erkunden. Du kannst diese Expedition über den Befehl Entsenden starten.
Wähle den Befehl einsenden. Wähle als nächstes ein Gebiet, ein zu erforschendes Gebiet aus, das Laymanmeer. Ein heulender Sturm wühlt diese Gewässer